Ich hab in dem ganzen Level nicht eine einzige rote Münze gesehen. Richtig gut. Keine Ahnung, ich glaube, das ist auch mega dumm. Daher machen wir das einfach nicht weiter. Kann ich nicht den Dude irgendwie auch von seiner Wolke hauen und dann auf das Teil da fliegen? Geht das nicht auch irgendwie? Ah, okay, die sind... Okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Wir müssen zu diesem Ding über mir. Okay, ich verstehe. Schade, hätte ja klappen können. So. Das lohnt sich nicht. Einfach mal wissen, was es sich lohnt einzusammeln und was nicht. Macht für alle das Leben besser. So. Ha! Es hat mich nicht getroffen. Oh Gott, was macht er denn hier? Er trifft mich auf jeden Fall auch nicht. Dafür werde ich sorgen. So. Hier sind einfach noch ein paar blaue Münzen. Nice. Und perfekt. Jetzt die Frage, wie komme ich darüber? Wo muss ich denn dafür hin, dass ich dahin kann? Einfach einmal um die Insel laufen? Kann ich hier rein? Kann ich hier was machen? Nee, okay. Whack. Gott, ich hasse diese schnellen Kameradrehungen einfach. So, bin ich jetzt hier nicht richtig? Doch, eigentlich schon. Mach mir nicht so eine Angst. Okay, komm. So, okay. Und jetzt super entspannt. Einfach nur hier rüber. Dann in die Höhle. Und dann ist alles gut. Wir haben alle fucking Zeit der Welt. Wir haben keine Eile hier. Wir haben so scheiß viel Zeit, Alter. Nichts muss gerusht werden. Nichts muss irgendwie schnell erledigt werden. Alles easy. So, guck, jetzt müssen wir noch geradeaus und haben es geschafft. Quackarino. Oh mein fucking Gotto.
Okay, das sieht richtig, richtig ätzend aus. Und das klingt auch richtig ätzend, was da oben abgeht. Ah, das klingt definitiv richtig ätzend. Da muss ich auch noch hoch, ne? Da werde ich gleich auch noch hinkommen. Wie soll ich da hochkommen? Okay, ich verstehe, wie ich da hochkommen soll. Zumindest der wird mir gegönnt. Das finde ich schon mal sehr schön. 100 Sterne, 100 Münzen. Damit wäre das schon mal geschafft. 6. Ist da oben noch eine? Ja, ist eine. Fuck. Oh mein fucking Gott, wir haben es geschafft. Ah, 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 Gott. Oh mein fucking Gott. Mifa, du crazy bitch. Vielen Dank für nochmal 10 verschenkte Subs, Mann. Oh mein Gott. Danke, 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 danke einfach nur. Ah. Oh mein Gott, ich brauche eine kleine Pause zumindest. Dann können wir den letzten Stern holen. Oh shit, ich brauche so eine kleine Pause. Ich bin gleich wieder da. There's no time, time, time for sleeping, sleeping. Wir müssen jetzt den letzten Stern holen. Ah, dreh den Wiggler im Kreis. Also müssen wir jetzt da wieder hin, wo wir eben auch waren. Aber nicht als großer Mario. Der letzte Stern im ganzen Spiel. Und dann haben wir alle 102 Sterne, die man bekommen kann. Stell dir vor, ich werde jetzt einfach hier Feierabend machen. Die Leute werden einfach ausrasten. Da ist einfach ein One-Up auf dem Boden. I wish that would have been me. Erstmal ein bisschen den War-Fetisch bedienen anscheinend so. Nice, kann man machen. Ich glaube, es geht noch höher, ne? Ha, sehr gut. Verdammt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt gegen die Wand. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Shubidi-wap-bidi-bap. Babidi-bidi-boop. Shubidi-wap-bobidi-wap-bobidi-wap-bap-bibidoop. Rabbit Hour, danke für den verschenkten Sub. Was ist denn heute los, Alter? Geht einfach mega ab hier. Himiko, danke für 4 Monate Treue. Oh, nice. Können wir ihn einfach abballern? Wir haben zumindest ihn getroffen. Ja, das ist zumindest etwas. Pass auf. Kann ich das nicht einfach total passend schießen, dass ich gleich einfach in diese Tür da reinfliege? Okay, das hat nicht geklappt. Genieß diese Kamera, Mann. Ich ziehe jetzt einfach mal nach da und schieße. Na, immerhin habe ich die Münze getroffen. Okay, ich hör jetzt auf, irgendeinen Scheiß zu machen die ganze Zeit. Lass uns doch einfach mal
den Baum anvisieren und dann einfach hoffen, dass wir ihn treffen. Ein bisschen höher gehe ich noch. Das müsste reichen. Haha, perfekt. Oh shit, bekommen das, also, wenn das halt... Damn! Aber nur ein zweiter Wert anscheinend. Was ist los? Einfach zwei Leben dafür bekommen, dass man einfach insane gut geschossen hat. Passierte auch schon dem einen oder anderen Vater. Ach nee, da muss ich gar nicht rein, oder? Da muss ich irgendwie nach da oben, oder? Hier komme ich da gar nicht hoch, oder? Muss ich auch von da oben da reinfallen? Tja. Das eine Loch hat nicht funktioniert. Muss ich wohl das andere nehmen. Halt ist aber auch verständlich. Manchmal gibt das eine Loch halt einfach nicht so die Zufriedenheit, die man sucht. Da muss man halt einfach mal das andere probieren. Einfach mal so über seinen Schatten springen und einfach mal Dinge ausprobieren, die man vorher halt noch nicht ausprobiert hat. Vielleicht gefällt es einem ja. Cool. Das war halt mein Vortrag zu, wie man dieses Spiel definitiv nicht gewinnt. Chris kennt sich mit Löchern aus. Mädchen, wenn du wüsstest, wie viele Löcher ich schon genagelt habe. Damn. Wie schlimm das einfach klingt. Und ich rede jetzt mit Löchern, die man an die Wand nagelt, okay? Wenn ihr wüsstet, wie viel ich hier alles selber angebohrt habe, okay? Wenn ich mich mittlerweile mit einem auskenne, dann mit Löchern. Du nagelst deine Löcher? Wer tut das denn bitte nicht, frage ich so in die Runde. Erst groß hoch, okay. Also ich würde ja sagen, auf die Größe kommt es nicht an, aber wenn mir gesagt wird, dass groß bevorzugt wird, dann bin ich ja, also dann bin ich jetzt nicht so in der Position zu sagen, nö, machen wir nicht. Daher, let's go big. War das nicht auch hier, dass man erstmal das hier machen musste? Ah, tatsächlich war das so. Okay, ja, das macht Sinn. Auf die Technik kommt es an. Manchmal muss man ja erst ein bisschen stampfen, bevor es geht. Oh Gott, oh Gott. Hui! Ah, sieh dir diese Schweinerei an! Du hast meine Wohnung überflutet! Meine ganze Einrichtung ist ruiniert! Ich bin stinksauer! Alles läuft schief, seit ich diesen dämlichen Stern gefunden habe! Ich werde... Oh shit, ist das ein Endbosskampf? Halt geil wäre zu sehen, wogegen ich kämpfen soll hier. Sowas muss ich jetzt ja nicht machen. Ich halte das nicht mehr aus. Zuerst überflutest du meine Wohnung und dann hüpfst du auch noch auf mir herum? Mir reicht's. Ich werde dir richtiges Benehmen beibringen. Du... Ich werde dich lehren. Okay.
Weißt du, was geil wäre, wenn ich den Dude auch sehen könnte, Mann? Bist du immer noch hier? Findest du das nicht? Findest du nicht, dass du bereits genug Schaden angerichtet hast? Nein. Actually not. Let's fucking go, Alter. Oh, halt, halt. Ich gebe auf. Hier, nimm den Stern. Ich brauche ihn nicht mehr. Ach, ich kann mir die Sterne durch das Loch in der Decke ansehen, wann immer ich möchte. Nice.